Weiter geht's mit Pokémon Mystery Dungeon. Das habt ihr hoffentlich nicht gehört. Weiter. Feuchtklippe O7. Oh, sieh mal. Das muss die Perle von Spoink sein. Bringen wir sie schnell zurück. Danke. Diese Perle muss auf meinem Kopf liegen, seht ihr? Sie hat mir so gefehlt. Ich konnte mich einfach nicht beruhigen, solange es nicht da oben war. Ich sprang und federte nur so durch die Gegend. Darum habe ich jetzt überall Blauflecken. Aber dank euch ist diese Abtreibung nun vorbei. Ich bin euch aufrichtig dankbar. Protein. Calcium. Eisen. Und 2000 Poké! Hey, wow! 2000 Poké? Das ganze Geld ist für uns? Natürlich, natürlich. Ist wertlos für mich, wirklich mit meiner Perle. Lebt wohl. Boing, boing, boing. Wir sind reich, Hannibal. Ganz einfach so. Reich! Gut gemacht, Team. Nun überreicht mir das Geld, wenn ich bitten darf. Hä? Der Großteil des Geldes, das durch Jobs verdient wird, geht an den Guildmeister. Und einer eures Teams an dem Geld beläuft sich auf. Hä? Wir kriegen nur 200 Poké? Wie gemein! Nun, es ist die Regel der Gilde. Ihr müsst euch damit abfinden. Klingelingeling. Annale! Danke, dass ihr gewartet habt. Ich bin mit den Essensvorbereitungen fertig. Alle herkommen. Essenszeit. Ja, ich sprech sie so ein bisschen. Nom nom nom. Oder gilt was mit seinem Apfel. Ich sprech Palim so ein bisschen wie. Wie heißt sie? Sweets? Nee. Die eine aus Police Academy mit der hohen Stimme halt. Ich habe fertig gegessen. Ein hervorragendes Mal. Ich bin voll und jetzt werde ich ganz schläfrig. Ja, ich gehe mal ins Bett. Gute Nacht, Leute. Nacht. Und schon wieder Vollmond. Der keinen interessiert. Hör mal, Hannibal. War es nicht ein hektischer Tag? Es ist so viel passiert. Aber ich bin erleichtert, dass mein erster Job ein Erfolg war. Dass die Knuddelluftgilde so viel von dem Geld genommen hat, hat mich wirklich aufgeregt. Das sind wohl einfach die Kosten für das Training. Da können wir nichts machen. Aber ich war halt richtig glücklich, als Spoink sich bei uns bedankt hat. Bin ich müde. Ich schlafe jetzt. Geben wir morgen wieder unser Bestes. Gute Nacht, Honey. Kapitel 3. Der Schrei. Der nächste Morgen. Aufgestanden und ab dafür! Es ist morgen! Guten Morgen, Honey. Speichern! Ja, machen wir mal. Auch wenn dadurch immer Frame-Einbruch auf Hell ist. Im Emulator. Emulator mit Frame-Einbruch auf Hell. Und drittens, mit einem Lachen werden wir es machen. Okay, Pokémon, Zeit an die Arbeit zu gehen. Hurra! Neuen Job machen! Oh, ihr beide geht immer noch ziellos am Meer. Nun, kommt mal mit. Was heißt ziellos? Ich wollte zum Jobbrett. Hä? Letztes Mal hatten wir einen Job von dem Brett auf der anderen Seite. Sehr richtig. Heute werdet ihr einen Job von diesem Brett erledigen. Was ist denn an diesem Brett anders? Seht genauer hin. Oh, sieh mal, Hannibal. Also, ich kann euch den mal zeigen. Aber... ich kann da beim besten Willen nichts erkennen. Ihr vielleicht? Just saying. Was könnt ihr da erkennen? Also, ich verstehe es manchmal nicht. Naja. Da hängen Plakate von lauter verschiedenen Pokémon. Wo auch immer du da Pokémon erkennst, Franzi. Wow, sehen die cool aus. Sind das berühmte Erkunder?
Was sind das für Pokémon, Plaudergeil? Die hier abgebildeten Pokémon sind Ganoven. Das sind alles sehr fragwürdige Typen, gesuchte Verbrecher. Oh nein! Das sind Verbrecher? Sehr richtig. Es sind Kopfgelder auf sie aufgesetzt. Anders gesagt, wer einen fängt, bekommt zur Belohnung Geld. Heutzutage treiben sich so viele bösartige Pokémon herum, dass wir gar nicht mehr hinterherkommen. Warte mal, heißt das, wir sollen diese Ganoven fangen? Das kann nicht dein Ernst sein! Das ist unmöglich! Hi! Ich mache nur Spaß. Es gibt da draußen bösartige und weniger bösartige Pokémon. Einige dieser Pokémon sind von Grund auf durch und durch gemein. Aber es gibt auch bösartige Pokémon, die nur harmlose Diebe sind. Dazwischen gibt es noch viele Abstufungen. Ihr werdet also keines der sehr bösartigen Pokémon fangen müssen. Hihi. Seht euch die Bilder an und wählt ein Pokémon, das so schwach aussieht, dass ihr es zur Rechenschaft ziehen könnt. Du sagst also, dass manche schwächer sind, aber es sind immer noch bösartige Pokémon, oder nicht? Ich habe Angst vor gefährlichen Pokémon. Du musst keine Angst haben, Franz. Ich werde dich beschützen. Alles ist Teil eures Trainings. Ihr beißt es schon durch, ganz sicher. Aber ich nehme an, dass ihr auf einen schwierigen Gegner gefasst sein müsst. Also werde ich jemanden bitten, euch erst einmal herumzuführen. Hey, Pinitza! Pinitza! Jawohl, ja. Du hast mich gerufen? Ah, Pinitza. Hier sind die neuen Rekruten, die uns beigetreten sind. Nimm sie mit und führe sie durch die Stadt. Donnerwetter. Menschenskind, das werde ich. Jawohl, ja. Das ist Pinitza. Er ist auch ein Gildenlehrling. Ich möchte, dass er Pinitza zuhört und seinen Anweisungen folgt. Und nun geht. Mann, oh Mann, bin ich glücklich. Warum denn? Ich bin so froh, dass ich jetzt nicht mehr der Neuling bin. Ich könnte vor Freude platzen. Bevor ihr euch eingeschrieben habt, war ich der neueste Lehrling. Naja, ich führe euch am besten herum. Kommt bitte mit mir. Eins nach dem anderen. Hier haben wir Klickbunkel. Um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, was dieses Pokémon treibt. Er scheint ständig an diesem großen Kessel da hinten herum zu wackeln. Werkeln. Es ist mir ein Rätsel. Jawohl, ja. In diese Richtung die Schkaelenkantine. You don't say. Und in dieser Richtung findet ihr die Crewräume. You don't say. Und hier kommt ihr zur Kammer des Golden Meisters. You definitely don't say. Als nächstes führe ich euch außerhalb der Gilde herum. Yay, Sightseeing-Tour. Ich habe gehört, dass man den Fortschritt seines Abenteuers dort beim Wasserloch sichern kann. Normalerweise sichert man den Fortschritt seines Abenteuers, indem er sich zu seinem Bett in der Gilde begibt. Jawohl, ja. Anscheinend kann man dort vorne aber auch sichern. Donnerwetter, das ist ein praktischer Ort, wenn man den Fortschritt seines Abenteuers häufig sichern will. Jawohl, ja. Für die ortsansässigen Pokémon ist dies der Hauptplatz der Stadt. Wir befinden uns in Schatzstadt. Oh, über Schatzstadt kann ich dir auch etwas erzählen. Das ist die Zwielichtbank. Dort können wir unser Geld lagern. Und da ist Elevoltech Link. Dort kannst du zum Beispiel Attacken kombinieren lassen. Habe ich nie gemacht. Aber Elevoltech scheint heute nicht da zu sein. Hier haben wir den Kekleon-Markt. Hier kannst du Items kaufen und verkaufen. Und dort ist das Kangama-Lager. Items, die dort gelagert werden, gehen niemals verloren. Wenn du kostbare Items hast, die du nicht verlieren willst, lagere sie hier, bevor du zu einem Abenteuer aufbrichst. Das sind die wichtigsten Orte, die ein Erkundungsteam kennen sollte. Das müsste reichen. Du hast aber eine Menge, ja wirklich. Das ist gut zu wissen. Also gut, kommt zu mir, bevor ihr euch auf den Weg macht. Ich helfe euch dabei, den richtigen Ganoven für euch zu finden. Danke, Pinitza. Das war wirklich freundlich von dir. Donnerwetter, ich bin ganz verlegen. Mann, oh Mann. Jawohl, ja. Ich warte in der unteren Gilde mit 1 auf euch. Jawohl, ja. Okay, lass uns gehen. Ich würde gerne sehen, welche Items man kaufen kann. Gehen wir zum Kekleon-Markt.
Bevor wir zurückgehen, müssen wir unbedingt zum Kekleon-Markt. Im vorherigen Teil, in Blau, war das noch die Snobilikat-Bank. Ich meine, nur Snobilikat, Weiterentwicklung von Mauzi, Zahltag. Ah, hier mal noch zwei Sachen. Die kommen aber später erst. Und ich werde nicht spoilern. Es könnte ja immer noch Leute geben, die Pokémon Mystery Dungeon nicht kennen. Ebenso wenig werde ich spoilern, was hier unten hinkommt. Hallo! Hallo und herzlich willkommen im Kangama-Lager! Was möchtest du lagern? 2x Sinelbeere. Und meine 3 Items hier. Alles klicken. Das ist dann alles, was ich im Lager deponiere, okay? Yep. Okay, alles deponiert. Du kannst immer auf mich zählen, Schätzchen. Noch etwas? Vielen Dank. Komm bald wieder. Ja, ich weiß nicht, ob ich den so oft vorlesen werde, weil es ist eigentlich immer dasselbe. Von dem her wohl eher nicht. Und hier sind wir jetzt bei dem Kekleon-Laden. Wie spreche ich euch denn? Zu viele Stimmen. Willkommen im Kekleon-Laden. Aber natürlich, sieh dich nur genau um. Lila Gummi. Die werden später richtig wichtig sein. Belebersamen. Weil ihr wisst ja, geht man K.O., dann ist Schicht im Schacht im Mystery Dungeon. Und naja, die Belebersamen sagen einfach mal, Schicht im Schacht ist nicht. Du bleibst hier. Du wirst wiederbelebt. Die besten Items, die man überhaupt sich holen kann. Kann ich dir bitte was anderem behilflich sein? Ja, ich möchte gerne mein Plagiat-Item loswerden. Hier, diese Siemelbeere da. Fein, so ist es, so sei es. Vielen Dank auch. Noch etwas anderes verkaufen? Nö. Kann ich dir mit etwas anderem behilflich sein? Nö. Vielen Dank, sieh bald mal wieder vorbei. Hallo, die Herren Kekleon. Ah, der kleine Meryl und der kleine Azurill. Willkommen, meine kleinen Freunde. Hallo. Hallo, könnte ich bitte einen Apfel kaufen? Oh, aber natürlich. Vielen, vielen Dank, die Herren Kekleon. Nein, wir haben uns zu bedanken, meine kleinen Freunde. Ihr seid so liebenswert. Wisst ihr, diese entzückenden Kinder sind Brüder. Seit kurzem ist ihre arme Mutter krank. Also kommen die beiden Kleinen und kaufen für sie ein. Es ist wirklich bemerkenswert. Obwohl sie so jung sind, übernehmen sie schon Verantwortung. Die Herren Kekleon! Oh, wieso die Eile? Warum kommt ihr so schnell zurückgelaufen? Es ist ein Apfel zu viel. Für den haben wir nicht bezahlt. Oh ja, das, meine kleinen Freunde, ist ein Geschenk von mir und meinem Bruder. Bitte teilt ihn euch und lasst ihn euch schmecken. Wirklich? Yippie! Danke, Herr Kekleon und Herr Kekleon. Oh, keine Ursache, meine Freunde. Kommt gut nach Hause. Au. Tut uns leid, dass wir gestört haben. Vielen Dank. Hannibal gibt also den Apfel zurück. Doch auf einmal. Was war das? Schwindelig? Wirklich? Hilfe! Was war das? Ich habe doch gerade einen Hilfeschrei gehört. Kam der Schrei von dir? Stimmt etwas nicht? Hey, Azurill! Was ist los? Beeil dich! Ja, ich komme! Warte! Ist alles in Ordnung? Ja! Wir sind mit Einkaufen fertig. Jetzt müssen wir ein Item suchen, das wir verloren haben. Lass uns gehen. Ja, ich komme schon. Ah,
Ha, diese kleinen Kerlchen sind ja süß. Oh, was ist mit der, Hannibal? Ob ich vorhin einen Hilfeschrei gehört habe? Nein, ich habe niemanden schreien gehört. Hey, Bruder Kikleon, habt ihr von irgendwas Seltsames gehört? Nein, nichts Ungewöhnliches. Ich habe auch nichts Auffälliges gehört. Bruder Kikleon haben anscheinend auch nichts dergleichen gehört. Du musst es dir eingebildet haben, Hannibal. Nein, ich bin mir aber sicher, dass ich es mir nicht eingebildet habe. Ich habe es ganz sicher gehört. Dieser Schrei, den ich gehört habe. Hilfe! Es gibt gar keinen Zweifel. Dieser Schrei kam von Azuril. Träumst du etwa? Lass uns gehen, Hannibal. Wir gehen nicht nur, wir rennen! Super duper über Speed Bonus Boost of the World! Oh, was ist denn da los? Yippie! Vielen Dank! Bitte, nicht der Rede wert. Was geht dir vor? Oh, hallo! Vor einer Zeit haben wir ein Item verloren, das uns sehr wichtig ist. Wir haben schon überall gesucht, aber wir haben es noch nicht gefunden. Dann kam Herr Traumato. Er sagt, er habe unser verlorenes Item wahrscheinlich irgendwo gesehen. Er hat sogar angeboten, uns bei der Suche zu helfen. Wir sind ja so froh darüber. Toll, das freut mich für euch. Vielen Dank, Herr Traumato. Aber bitte. Ich müsste ein Herz aus Stein haben, armen Kindern nicht zu helfen. Da kann ich einfach nicht wegsehen. Lass uns aufbrechen und mit der Suche beginnen. Ja! Ja! Hoppla. Entschuldige. Was ist das? Dieser Traumato ist aber ein nettes Pokémon, oder? Ich bin beeindruckt. Jetzt, wo es immer mehr böse Pokémon gibt, findet man gute Taten nur noch selten. Es passiert schon wieder. Noch ein Schwindelanfall. Du bringst dich in Schwierigkeiten, wenn du nicht tust, was ich sage. Hilfe! Was war das? Es wäre schön, wenn die Kleinen ihr Item bald finden würden. Hä? Was ist denn los, Hannibal? Du siehst aber finster drein. Hm? Was willst du mir sagen? Epische Schwartwelle des Alleserzählens. Was? Du hattest einen Schwindelanfall? Und dann hast du gesehen, wie Azuril von Traumato bedroht wurde? Du willst dich also sofort auf den Weg machen, um Azuril zu retten? Ist es ein Notfall? Nun ja, das hört sich wirklich nach einem Notfall an, aber... Nicht, dass ich dir nicht trauen würde, Hannibal, aber... Ich kann das einfach nicht glauben. Schließlich sah Traumato wie ein freundliches Pokémon aus, oder nicht? Ich habe die drei vorhin weggehen sehen. Es sah doch so aus, als würden sie sich gut verstehen, oder? Du bist wahrscheinlich nur müde, Hannibal. Vielleicht hattest du deswegen diesen schlimmen Tagtraum. War es das? Nur ein Tagtraum? Aber wenn ich darüber nachdenke... Dieser Traumato kam mir wirklich nicht wie ein bösartiges Pokémon vor. Wir sind sowieso nur Lehrlinge. Wir können nicht einfach tun, was wir wollen. Natürlich ist diese Sache beunruhigend, aber wir müssen uns jetzt erstmal auf unsere Arbeit in der Gilde konzentrieren. Bereiten wir uns auf die Erkundungstour vor. Dann sollten wir zu Bilitza gehen. Bilitza müsste in unseren Gilden immer nur eins auf uns warten. Lass uns gehen. Erste Vorbereitungen. Geld einlagern. Was ich nicht dabei habe, kann ich nicht verlieren. Super Hyper Speed Boost of the World. Da, Bilitza. Na, seid ihr bereit für eine Kanonenjagd? Oh, jawohl, ja. Ich möchte, ihr seid jetzt bereit. Dann suchen wir jetzt einen Kanonen für euch aus. Tja, ihr habt die Wahl zwischen all diesen erbärmlichen Typen. Mal sehen, welchen sollen wir uns aussuchen? Wie wäre es, wenn ich als euer Mentor einen aussuche? Nimm keinen zu gruseligen. Jawohl, ja, verstanden. Mal sehen. Ene mene. Zurücktreten! Infobrett Aktualisierung! Zurücktreten! Infobrett Aktualisierung! Was ist das? Was passiert? Oh, die Daten werden aktualisiert. Sie werden
aktualisiert? Oh Mann, hast du das gesehen? Splinter hat sich umgedreht. Was passiert denn da? Die Drop- und Garou-Winfo-Bretter sind auf drehbaren Platten angebracht. Das Brett wird auf die andere Seite gedreht. Dann tauscht ein Pokémon namens Dictree die alten Jobs gegen neue aus. Dictree? Die Aktualisierung der Daten ist die Aufgabe von Dictree. Er gibt sich zur Gilde durch. Dann dreht er das Brett um und aktualisiert die Daten. Seine Aufgabe wird zwar kaum wahrgenommen, aber sie ist sehr wichtig, jawohl ja. Darum ist Dictree auch mächtig stolz auf seine Arbeit. Oh, ist er das? Aktualisierung fertig! Zurücktreten! Aktualisierung fertig! Zurücktreten! Oh, er scheint fertig zu sein. Ja wirklich, die Daten sind aktualisiert. Die Ganoven-Liste ist jetzt auf dem neuesten Stand, also suchen wir einen aus. Was ist denn los? Warum stehst du denn plötzlich? Es ist doch nicht kalt hier. Zieh das an, Hannibal. Ganz oben, auf der linken Seite. Hier. Bedäm. Das kann sogar ich erkennen. Das ist Traumato! Er ist ein gesuchter Verbrecher! Wir müssen los! Abzulösen ganz oft Schwierigkeiten! Was ist denn jetzt los? Wohin rennt ihr denn? To the rescue! Sieh mal! Da ist Meryl! Meryl, was ist los? Wo sind Azul und Traumato? Ja, hör zu! Nachdem wir losgegangen sind, haben wir zusammen nach unserem verlorenen Item gesucht. Aber plötzlich war ich allein und Traumato ist mit Absolut verschwunden. Ich rief und rief, aber sie blieben weg. Dann habe ich Angst bekommen. In welche Richtung sind sie gegangen? Da lang. Du glaubst, Traumato und Absolut sind in diese Richtung gegangen? Ja. Oh Hannibal, als du Traumato und Absolut in deinem Traum gesehen hast, du meintest, sie waren in einer felsigen Gegend, oder? Ich habe das Gefühl, sie sind in diese Richtung gegangen. Dann mal los, Hannibal! To the rescue! Aber erst im nächsten Part. Bis dahin. See ya, Leute.